Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie für Soul for Europe heute Abend begrüßen und ich freue mich sehr, dass wir vor allem mit sehr vielen jungen Leuten aus vielen europäischen Ländern diesen Abend miteinander nicht nur verbringen können, sondern Anstöße geben wollen. Sie kennen das von unseren Konferenzen. Auch wir halten Gespräche untereinander für sehr gut und sehr fruchtbar. Aber wir fragen uns dann doch gegenseitig und wir geben die Antwort mit einem klaren Ja. Es muss nach einem solchen Kongress, nach einer solchen Konferenz, muss sich etwas geändert haben. Sonst hätten wir heute Abend, weiß ich nicht, Fußball gucken oder irgendetwas machen können, was vielleicht auch Leute begeistern kann. Wir glauben, dass Europa sich immer wieder verstärkt auf den Weg machen muss. Und wir glauben, das ist bottom-up, dass da nicht nur die Politiker Verantwortung haben die, sondern dass eben auch wir, die Eigentümer, wir sind die Bürger, die Bürgerinnen und Bürger Europas, uns gehört dieses Europa, dass wir als Eigentümer uns in der Tat wie Eigentümer auch verhalten müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass wir Anstöße geben müssen. Das ist dann für die Politik nicht immer bequem, denn Anstöße sind manchmal auch Anstöße und immer wieder gegenüber der Politik. Aber es sind Anstöße, die letztlich der Sache gelten. Und das ist, wie ich hoffe, unsere gemeinsame Sache. Und da, Herr Staatssekretär Wobb, ist es für mich wirklich eine besondere Genugtuung, der ich Berliner Politik bekanntermaßen schon lange kenne, dass wir heute Abend einen Staatssekretär begrüßen können, der in dem Ressort Kultur und Europa zu Hause ist. Sie wissen, wir heißen Soul for Europe. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie das bei uns abgeguckt haben. Ich will sagen, ich hoffe, Sie freuen sich über alle die, die Sie mit diesem Ressortbegriff ernst nehmen. Dass wir tatsächlich Kultur und Europa in einer gemeinsamen Verpflichtung, in einer gemeinsamen Chance sehen. Sie haben mit dem Ressortteil, den Sie vertreten, den Weg nach Europa und Sie haben mit dem Ressortteil Ihres Staatssekretärs, Kollegen von der Kultur, den Content für diesen Weg. Wir setzen wirklich sehr große Hoffnung und indem Sie diese Konferenz unterstützen, haben Sie einen ersten Schritt getan, um diese Hoffnung als die richtige zu zeigen. Wir setzen große Hoffnung in dieses neue Ressort. Wir glauben, dass auch andere Versuche, das, was in Festreden nun immer wieder natürlich ein großer Gegenstand ist, nämlich den kulturellen Reichtum Europas, auch für die europäische Entwicklung nützbar und energiereich zu machen, dass andere da offensichtlich mit schlechteren Karten spielen. Und das gilt vor allem für die Bundesrepublik Deutschland. Man muss offen sagen, dass dieses föderale System, dem ich sehr anhänge, das System also der Zuständigkeit der Länder für die Kultur in ihren Ländern, der Bundesländer für die Kultur in ihren Bundesländern, dass dieses System von Anfang an den großen Irrtum hatte, dass es sich gewissermaßen nach oben abschließt. Gerade die bedeutende Kraft der Kultur, wie sie in den Ländern entsteht. Sie muss doch zur Verfügung stehen für das, was in ganz Deutschland, das ist schrittweise gelungen, erforderlich ist an kulturellen Entwicklungen. Und gerade diese Kraft, diese Besonderheit der kulturellen Energie in unseren Ländern, die der Föderalismus produziert, diese Kraft muss auch für Europa verfügbar gemacht werden. Es darf nicht so sein, dass gerade kulturell aktive Teile dieses Europa nicht ausreichend sich dorthin öffnen, wo das gemeinsame Europa stattfindet. Das ist das Problem, das ist die Situation, die gerade wir von Deutschland aus die ganze Zeit zu verantworten haben und die dazu führt, dass man zunehmend davon ausgehen muss, dass die Nationalstaaten nicht die sind, die unseren Anspruch
Und unsere Überzeugung, was die Bedeutung des Kulturellen für Europa angeht, die diesen Anspruch mit befördern. Es ist schon außerordentlich eindrucksvoll, dass wir gerade im Verhältnis zu unserem eigenen Kulturministerium in der Bundesregierung exakt diese Erfahrung nun wieder gemeinsam gemacht haben. Und man muss das ansprechen, nicht um sich zu beklagen, um das zu kritisieren, sondern man muss es ansprechen, um damit die Verantwortung von denen, die hier sitzen, um unsere Verantwortung klarzumachen. Sie wird uns nicht von anderen und sie wird uns auch gerade in Deutschland nicht abgenommen. Das heißt, wir erleben, dass das Kulturstaatsministerium im Hinblick auf diese Veranstaltung hier nicht feststellen kann, dass das ein bundespolitisch herausgehobenes Interesse ist, was Sie zu verfolgen haben. Sie haben gesagt, das ist nicht ein bundeskulturpolitisches Interesse. Was wir hier tun, es ist zu sehr gesellschaftlich und zu wenig kulturell. Ich will in die Details nicht gehen. Ich will aber sagen, das genau ist es, was wir hier veranstalten. Wir verstehen uns als eine kulturelle Gesellschaft im Dienste Europas. Und das meint, dass zum einen die Kultur die Treibkraft ist, die auch wir gegenüber Europa motivieren müssen. Und zum anderen, dass es die Gesellschaft auch ist, gerade im Bereich des Kulturellen, die hier Verantwortung trägt und die hier aktiv werden muss. Das ist der Sinn unserer Veranstaltung. Und deswegen, das kann ich nur noch einmal mit Dank sagen, Herr Wob hat das angedeutet, wir finden es wunderbar, sehr geehrter Herr Präsident Lamberts, dass wenn wir nun sagen, dass die nationale Ebene bringt mindestens nicht das, was wir angesichts der Bedeutung der Kultur und angesichts der Nöte in Europa erwarten sollten, wer ist es denn dann? Und dann sind nach unserer Überzeugung die Städte und Regionen eine Ebene, die in der Vergangenheit in diesem Prozess der europäischen Entwicklung gerade unter kulturellen Gesichtspunkten sträflich vernachlässigt wurden. Es ist nicht der Ruhm allein der Städte und Regionen. Es ist die Verantwortung der Städte und Regionen, aus ihrem Potenzial, aus dem Potenzial des kulturellen Europa voranzuhelfen. Meine Damen und Herren, wir haben danach unser Podium ausgerichtet. Und ich wäre dankbar, ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Schritt, wenn Sie, die Podiumsteilnehmer, dann kann ich Sie nämlich vorstellen und begründen, warum wir auf die Idee gekommen sind, jeden Einzelnen und Sie gerade einzuladen, wenn Sie bitte Ihre Plätze hier auf dem Podium einnehmen, angeführt von Herrn Lamberts. Herr Wob, bitte sehr, nehmen Sie Ihre Plätze ein, Herr Bürgermeister und unsere beiden Moderatorinnen. Ich darf Sie alle einführen. Ich habe es gesagt, sehr geehrter Herr Lamberts, Sie sind neu in der Funktion des Präsidenten des Committees of the Regions und Sie sind neu in dieser Zeit, Herr Wob hat das angesprochen, der Urban Agenda. Das ist ein Startschuss, von dem wir von Ihnen sehr gerne hören, wie Sie ihn wahrnehmen werden und wollen. Herrn Wob habe ich eingeführt. Ich freue mich sehr, dass Elmar Brok hier ist. Wir haben ihn wirklich geknechtet heute mit Terminen, dass er dann doch noch, und es kann passieren, dass er das dann zwischendurch auch wieder verlassen muss, dass er dann doch noch zwischen, und es ist ja sehr ehrenhaft, den aktuellen Telefonaten, die eine gewisse Koalitionsverhandlungsregie von ihm verlangt,
gerade aus einem Telefonat kommt und hoffentlich nicht gleich wieder in das neue Telefonat gehen muss. Elmar Brok ist nach wie vor der große Außenpolitiker des Europäischen Parlaments und deswegen jemand, den wir heute Abend eingeladen haben, gerade auch im Hinblick auf die Verantwortung der Städte und Regionen in der Sicht des Europäischen Parlaments. Wir freuen uns sehr, dass Emil Bock hier ist. Für mich ist, Herr Bock, Ihre Stadt, Sie sind Bürgermeister von Cluj, ein glänzendes Beispiel deshalb, weil Sie Vorreiter sind, europäische Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, wir werden das heute Abend in der Diskussion weiter erläutern können. Cluj ist, da freue ich mich darüber, in enger Zusammenarbeit, gerade auch mit Soul for Europe in den letzten Jahren, vorbildhaft geworden unter den europäischen Städten. Und besonders herzlich begrüße ich Herrn Vasquez. Sie sind erkennbar, nein, nicht erkennbar, aber ich weiß es, nicht Europäer. Aber gerade als Europäer hätten wir gerne, als wir uns überlegt haben, einen Schriftsteller hier einzuladen, jemand, der nicht aus Europa kommt, sondern der als Schriftsteller und für die Welt interessierter Schriftsteller seinen Blick auf Europa werfen kann und auf das, was wir so machen mit Europa, wie Sie es heute Abend erleben werden. Wir haben, wie das unsere Art ist, zwei sehr junge Moderatorinnen hier. Ja, und zwar aus der Zusammenarbeit von Wir sind Europa, einem neuen Kooperationsnetzwerk für den journalistischen Teil Karin Tickelhofen und für den juristischen Teil, denn die Humboldt-Universität mit dem Walter-Hallstein-Institut ist unser dritter Partner, haben wir Laura Kleiner. Sie beide werden dieses Podium zu den schönsten Erfolgen treiben. Alles Gute.